Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Quest Monsters. Ja, beim letzten Mal sind wir hier nach Yetingen gereist, haben von den hiesigen Problemen erfahren, die wir natürlich lösen wollen. Und ich habe nach dem letzten Mal hier ja versprochen, dass ich Kai und die anderen, die ich synthetisiert habe, ein bisschen hochtrainiere, dass sie zumindest so Level 10 sind, damit sie an den Kämpfen wieder teilnehmen können. Weil ich brauchte ja beispielsweise eine Kriegskröte, um hier eine Synthese machen zu können. Die würde ich aber machen, nachdem wir den Bereich hier abgeschlossen haben. Also er hat das Level. Ich warte nur, damit sich auch noch ein paar Begabungspunkte ansammeln können. Und wo man schon bei Synthesen ist, ich habe so drei, vier auch offscreen mal gemacht, damit so ein bisschen mehr die Liste zum einen voll kriege und zum anderen, damit ich auch ein paar neue Synthesen mal habe. Ich habe auch generell vor, eventuell Ende dieses Gebiets auch nochmal viele Synthesen zu machen, weil wir müssen diese Liste auch mal irgendwie abkriegen. Das sind 500 Monster, die wir haben. Und ich würde sagen, bevor wir hier richtig loslegen, gehe ich einfach die synthetisierten Lebewesen, die ich habe, für euch eben kurz durch. Das geht wahrscheinlich nur so eine Minute, vielleicht maximal zwei, wenn ihr die überspringen wollt. Und ja, legen wir einfach direkt los. So Leute, zuerst habe ich den Mordbrenner für euch. Einst brachten sie als bescheidene Kerzen Licht in dunkle Burggemächer. Doch dann hauchte ein böser Zauberer ihren Dochten ein monströses neues Leben ein. Als nächstes der Neckar. Diese dämonischen Schurken leben gerne an düsteren Orten. Wenn Abenteurer sich nähern, tauchen sie wie aus dem Nichts neben ihnen auf und lassen sie ihre Faust schmecken. So, und ich sehe es von meiner Schwarte aus, weil habe ich danach noch, die ließen aber dann die beiden auf meinen Schultern vor. Der Ork. Eben ähnliche Grobiane, die aber grundsätzlich auch anders können. Zwar machen sie meist Karriere als Kämpfer, aber viele haben das Blutvergießen irgendwann satt. Tauschen das Schwert gegen Federn oder Pinsel und werden Dichter oder Maler. Oh, mal ein friedfertiges Monster tatsächlich. Na gut, die nächsten beiden werden von meinen Kollegen auf den Schultern vorgelesen. Oh, dies scheint bin ich mal wieder als erstes dran. Das hier ist ein Stierstar. Diese Wesen waren Vögel, bevor sie im Zuge der Evolution die zweibeinige stierähnliche Form annahmen, die wir heute sehen. Vergleiche sie nicht mit Hühnern, sonst heben sie dich auf die Hörner. Sehr guter Witz. Ah, du bist dran. Ein süßer Pinguin, yay. Das ist ein Swinguin. Diesen Pinguin bengeln beim Stepptanz zuzusehen, ist ein echtes Erlebnis, aber wenn sie in Massen auftreten, können sie ein heilloses Chaos auslösen. Na gut, Shining, du bist dann mal wieder dran. Na gut, Leute, ne? Das waren die ganzen Einträge. Waren jetzt nicht so viele. Wir gehen dann mal zuerst hier raus. So, jetzt stehe ich wieder vor Yetingen. Ich weiß ja, wo ich gerade eben so ungefähr rauskam. Auf der gegenüberliegenden Seite. Nee, ihr kleinen Meisen, euch lasse ich mal in Ruhe. Aber den Schleimstapel da habe ich noch nicht. Erstmal an dem einen Schleimstapel testen, wie viel die aushalten. Der hat die Gruppe nicht wieder zurückgewechselt. Angriff! Jetzt mal gucken, wie viel die aushalten. Oh, schon einiges. Okay, der eine Schlag war zu viel. So um die 100 halten die aus. Das heißt, jetzt so ungefähr sollte ich ihn am besten anwerben. Das hat ja gut funktioniert. Ach, diesmal ging. Das ist das Schleimo-Trio. Die haben den Zick-Fan. Ich weiß, dass die Zick-Attacken eigentlich ganz gut immer waren.
Oh, die furchtbare Faust ist auf jeden Fall sehr stark. Na gut, gehst trotzdem in die Box. Ach, guck mal, die Kriegskröte läuft auch so hier rum. Die hätte ich gar nicht synthetisieren müssen. Ja, diese riesigen Viecher, dafür brauche ich erstmal selber richtig starke. Der Schleimstapel. Drei dicke Kumpel, die aufeinander bauen, um gemeinsam ganz groß rauszukommen. Allem Anschein nach trainieren sie, um eines Tages ein Königsschleim zu werden. Ein Königsschleim waren so um die 10 kleine Schleime, die sich fusionieren. Na guck mal, es fehlen ja nur noch 4 aus der Gegend. Ich habe ihn hier mitgerechnet, weil ich ihn noch nicht habe. Und einer war der Schleimritter, der bei dem großen Kumpel hier war. Ein starker Arznein, auch sehr nett. Auf der Seite waren wir ja genügend. Ich muss auf die andere. Wo die rüde Rüstung auch war. Es ist Winter. Schleimurito, komm hier. Aus. Der hält gut was aus. Ich versuche ihn noch zu schwächen. Ah, hat nicht geklappt. Oh, er ist vergiftet. Obwohl der Kesseldrachen nur Level 10 ist, der macht übelst Schaden. Die grüht einfach gar nichts. Aber hat trotzdem funktioniert. Darf ich euch Sir Slimelot vorstellen? Er ist ein kreuzbraver Ritter. Zumindest heißt seine Begabung so. Dämonendisser, der Heilungsdieb, der ist ganz nett. Wenn man viel in Nahkampfschaden hat, kann das eine gute Heilmöglichkeit sein. Also der kreuzbare Ritter ist generell eine geile Fähigkeit. Abgesehen von Selbstlosigkeit. Ja, da dürfen die Begabungspunkte auch direkt dann hin. Jetzt fehlen nur noch 3 aus der Gegend hier. Der Schleimritter. Diesen schleimigen Ritterchen sind unehrenhafte Taten zutiefst wider. Auf ihren matschigen Rössern reiten sie auf Patrouille im ganzen Land, um Schleim in Not breitzustehen. Ich vergesse immer die Schleimsprache. Verschleimt nochmal. So, mit dir legen wir uns nicht an. Du nimmst uns auseinander, wo du uns nur von der Seite her aus anschielst. Dann sterben wir ja schon. Nee, hier ist Jätingen, ich vergaß. Ist irgendeine Matschpfütze zugefroren. Ein bisschen Rauchfleisch. Noch habe ich nicht das gute Fleisch. Es gibt noch wesentlich besseres. Das weiß ich von vorherigen Spielen. Es wesentlich bessere Versionen gibt. Ich glaube, ich muss komplett auf die andere Seite. So, jetzt habe ich die Richtung mal gebacken bekommen. Nach 20 Minuten. Nein, ich habe nicht 20 Minuten gebraucht, um den Weg zu finden. Was ist denn das für eine Müllgrube? Vorne ist eine leckere Kiste. Ich habe noch nicht die jahreszeitbedingten Monster gesehen.
Es gibt ja in jedem Gebiet pro Jahreszeit ein Monster, was nur in der Jahreszeit auftaucht. Mich aber auch immer angreifen müssen, während ich noch mitten im Satz bin. Da unten in der Ecke ist auch noch mal ein Fleckchen. Wo ich nur zu der Jahreszeit hinkomme. Ich finde es ein bisschen traurig, wie wenig hier einfach ist. Ich war jetzt in dem oberen Eck und da unten links und da war einfach in beiden Ecken so gut wie gar nichts. Das habe ich wahrscheinlich sogar rausgeschnitten, weil da halt wirklich gehende Leere war. Sieht so aus, als ob man da rein kann. Okay, das Tornado-Ding ist frühlingsbedingt. Ich kann auf jeden Fall irgendwie da drauf. Nur an welcher Stelle? Vielleicht komme ich da ja nur im Sommer hoch. Das ist auf der Seite hier so. Ich sehe da jetzt nichts, was irgendwie interessant wäre. Außer der Kiste da drüben. Oh, hier ist irgend so ein giftiger Smog. Die Wölkchen habe ich aber auch schon. Oh, da. Nee, das sind diese Eyebox. Davon hatte ich auch schon mal einen. Sind hier alle Lebewesen, die mir fehlen, Sommerlebewesen? Weil gerade eben im Herbst war hier nichts. Ich lasse dich weiter Mittagspause machen. Wieso finde ich hier denn nichts? Wieso ist hier gehende Leere? Im Ernst, hier ist halt einfach gar nichts. Ich bin jetzt extra hier runtergekommen. Gib mir irgendwas. Diese Magneten, die haben sich, glaube ich, auch nur zu einer bestimmten Jahreszeit aktiviert. Ich glaube, das war wirklich im Sommer. Ich warte einmal eben kurz, bis Sommer ist. Okay, Leute, ist die Sommer angebrochen. Die Magnete sind zwar noch nicht aktiv, aber der hier ist gerade da, warum auch immer. Und die nehmen uns natürlich mit den haurigen Scheuchler. In den schaurigen Scheuchler, Entschuldigung. Angriff! Nein, nicht langsam machen. Aua. Ist mein gammeliges Fleisch. Oh, 50%, das ist sehr gut. Es hat geklappt. Schaurishow. Er ist ein Gritz-Fan. Damit fehlen nur noch zwei aus der Gegend. Die großen, die zähle ich gar nicht mit. Ich habe die Kriegsköte ja doch noch gar nicht irgendwo rumstehen sehen. Schauriger Scheucher. Diese vermummte Minimonster scheinen sich das Leben absichtlich schwer zu machen, denn sie haben sich mit großer Sorgfalt an ihre verzierten Pfosten gefesselt. Ach, das haben sie selbstständig gemacht. Naja, jetzt bricht ja gleich der Herbst an. Vielleicht sehen wir dann die letzten zwei Monster. Vielleicht sind sie auch in dem nächsten Gebiet. Auf jeden Fall sollten sich die Magneten jetzt anschalten. Also das Ding da. Ja. Ach, guck mal. Hier laufen die Kriegskröten dann rum. Nein, danke, mich interessiert nur das hier.
jetzt auch nicht so viele Orte, wo diese Magneten irgendwas ausrichten. Aber in der Mitte war ja auch dieser eine Punkt. Ist nur hier jetzt gerade elektrisch? Oh, ich rutsch runter. Na gut, diesmal ohne runterzufallen. Jetzt kann ich hier nämlich da hoch. Danke dafür. Ein Isolationsamulett. Endlich kann ich mich von allen isolieren. Na gut. Zwei weitere Monster sehe ich jetzt hier trotzdem nirgendwo rumrennen. Vielleicht treffe ich dieselben ja in der Höhle an. Beziehungsweise im Wachturm. 434 und 440. Ich pack mich schon mal aus dem Bild. Wie soll ich denn da reinkommen? Okay, bin ich halt doch noch mal im Bild zurück. Ich wollte überlegen, wie komme ich denn da rein? Vielleicht mitten durch das Rohr dort. Ach, guck mal, hier ist eine Leiter, die hochführt. Vielleicht komme ich darüber rein. Ja, dadurch bin ich reingekommen. Na, guck mal, dich habe ich noch nicht. Stiefelhopser. Oh, ich habe alle mal mit Schwächung getroffen. Okay, die Kieskröte, die hat gerade Boing auf sich drauf, aber das interessiert mich eigentlich eh nicht. Weil ich will versuchen, den Hopser dann anzuwerben. Und es scheitert. 48% und hat wieder nicht geklappt. Dann muss ich die verkloppen. Kann ich wenigstens sehen, wie viel sie aushalten. Ach, einmal hätte ich auf jeden Fall noch draufhauen können. Okay. Ich hätte noch einmal draufschlagen können. Einmal hätte ich mit Star niemand noch draufhauen können, aber ja. Das weiß man immer erst im Nachhinein. Vielleicht habe ich ja Glück und der Hopser schließe ich mir im Nachhinein an. Die Kriegskröte scheint auf jeden Fall gute Abwehr zu haben, aber ist ja auch eine Kröte. Ich glaube, wenn man Stachelhaut hat, ist man generell gegen Stachelhaut immun. Meine ist in Raserei, nicht die gegnerische. Meine hat die Schnauze voll. Level 13. Aber auch ein paar Begabungspunkte. Können wir ja hier in die Heizungstechnik schon mal investieren. Und in den Brücke-Fan. Hier lohnt sich gerade noch nichts. Und er hat sich mir leider nicht nachträglich angeschlossen. Kann hier nochmal ein Stiefelhopser rumrennen? Guck mal, hier ist der andere, der mir noch fehlt. Eine ruhelose Rüstung, die sollte auf jeden Fall was aushalten. Ich habe alles getroffen mit, außer denen, die ich treffen wollte.
Ist eine Rüstung, der wird schon was aushalten. Ich habe einen heilenden Angriff? Ich hätte auch gern Boing. Genauso wie ich diese ruhelose Rüstung haben will. Es hat mit 25% geklappt, aber gerade eben das mit den 48 nicht. Hallo Helmut. Atemrauber kann damit Odemangriffe verhindern. Ich würde gerne noch mal einen Stiefel finden, bevor ich da reingehe. Los, du Stiefelgnomen. Dich werbe ich jetzt an. Ja. 71%, komm. Ach, komm. Ich habe außersehen das Gammelfleisch genommen. So, dann versuchen wir es nochmal. Rauchfleisch und anwerben. Komm, 88%. Wenn jetzt nicht klappt, ist lächerlich. Ich nannte dich gerade eben Stiefelgnom und das bist du auch, Stiefelgnom. Störenfried. Was macht denn die Mega-Anästhesie? Oh, das ist eigentlich ganz gut. Ja, der Störenfried ist ganz nett. So, und damit haben wir alle Monster aus diesem Gebiet gesehen, angeworben, wie es geht. Abgesehen von dem Großen natürlich. Und hier haben wir dann auch direkt den Stiefelhopster in seinem Stiefel. Der unheilige Bund zwischen dem einem weggeworfenen alten Stiefel und einem fiesen, runden Fellknäuel. Andere halten am besten Abstand von diesem sicheren Rezept für ein markantes Aroma. Und die ruhelose Rüstung. Wir sehen von Soldaten, die von Monstern getötet wurden, erweckten diese Rüstungen zum Leben. Ihr Fluch verdammt sie dazu, auf ewig weiterzukämpfen, wobei sie wenigstens nicht wissen, dass sie längst tot sind. Traurig. Na gut, dann ab in den Wachturm. Ich habe mit einer Sequenz gerechnet. Den Eibock habe ich noch gar nicht. Okay, dann holen wir dich eben. Angriff! Einer von denen schläft. Kabumsal! Der eine schläft immer noch. Der greift selbst im Schlaf an. Na gut. Anwerben. 58%. Bark. Materialist. Das ist ein Kamikaze, Kamerad. Kamikaze ist lustig. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Da vorne war das Feld zum Hinteleportieren, oder? Ich glaube, es weiß es, ja. Da hinten wartet doch bestimmt eine Kiste auf mich. Ich wusste es. Dreimal Wundermittel. Dann mal hier. Einfach runterspringen. Wer braucht Leitern? Also ich muss ja schon sagen, ne, die stehen hier echt fies im Weg. Und das für 400 Goldmünzen, danke. Dafür stehen die so im Weg. Ich will jetzt zumindest so weit reinlaufen, bis ich den Teleporter für zurück habe. Und dann will ich mal von in der nächsten Folge meine Kameraden hier heilen.
Hey, ich glaube, ich brauche ein bisschen, um hier hochzuklettern. Ach stimmt, den Eibock muss ich ja noch vorlesen. Eibock, mysteriöse Monster in seltsamen eiförmigen Apparaten, die aus dem Stand zu großen Sprüngen fähig sind. Wie die Piloten aussehen, ist unklar. Vielleicht, wenn man sie ganz nett fragt, zeigen sie sich. Kann es sein, dass ich an den Apparat will, wo du gerade dran stehst? Nee. Ich will da die Treppe runter. Entschuldigung, ich meine natürlich Leiter. Wie die Klugscheißer. Ich versuche euch großteils zu ignorieren. So viel Erfahrung gibt ihr nämlich nicht. Was ist denn das für eine komische Strecke? Eine Kiste. Und da vorne ist mein Teleporter, den nutze ich direkt. Na gut, Leute, jetzt stehen wir wieder hier oben. Die ruhelose Rüstung da, die will mich. Ich habe mich schon mal aus dem Bild gepackt und würde sagen, let's go zum Bossfight. Oh, da ist eine riesige ruhelose Rüstung. Lasst mich vorbei! So, jetzt aber auf nach da oben. Ich hasse das. Die stehen immer so doof im Weg. Intruders! Calm yourselves. My name is Percival. Prithee, state thy business here. You took my mummy and daddy! Percival! Your reign of terror hath come to an end! So, 'tis battle thou seekest. Then oblivion awaiteth, as with all who have ever opposed me. Charge! Here they come! You take care of Percival, and let us worry about the others. In the name of Lord Barbatos! Ich finde das ja schon irgendwie genial, ne? Vom Prinzip her, die rüde Rüstung da ist wahrscheinlich wesentlich stärker als Gnazifall. Aber hey, die werden schon wissen, was sie tun, ne? Erstmal versuchen zu schwächen. Das ist gemein. Ja, momentan brauche ich nur Schwächungen eingeben. Den Rest können die selber machen. So, dann mache ich auf Kampfautomatik und wir genießen die Show. Ich glaube an euch, mein Team. Wenn Edge auf mir drauf ist, kann ich sowieso nichts bei denen machen. Den Himmelsspalte hätte ich auch gern.
Nebenbei, an der Stelle kommt euch der Kampf vielleicht kurz vor, aber das liegt nur daran, dass er erstens beschleunigt abläuft und zweitens die Kampfautomatik an ist. Ich werde jetzt einmal eben kurz Maiso heilen und dann lasse ich die weitermachen. Mein Team macht das schon. Sag ich doch. Der Kampf ging kurz, aber wie gesagt, das liegt auch daran, dass der Kampf erstens beschleunigt und zweitens mit Kampfautomatik abläuft. Dann geht das wesentlich schneller. I had not anticipated this. Yay. Finally live in peace. We have you to thank for that. You deserve a reward. Be sure to drop by the village later, all right? Ah, so that is thy name. I have a boon to ask of thee. Wouldst thou entertain my request? A long time ago, my hometown was put to the torch. I alone survived, saved by none other than Barbatos, my lord and master. I owe everything to him and more. I would lay down my life for him without a second's hesitation. What I am about to ask, therefore, may surprise thee. I would have thee defeat Barbatos, defeat my very savior. Meet me in the middle echelon of the Circle of Fortitude. Ja gut, Leute, ne? Das war ein relativ kurzer Bosskampf. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt für heute Schluss, gehen beim nächsten Mal dann ins Dorf der flauschigen Lebewesen, der Yetis, also nach Yetingen. Ich sage an der Stelle, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns natürlich beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis dann!